eines der Stories, die mich wahrscheinlich am meisten bewegt haben in den letzten Jahren, ist die ganze Sache mit den verfolgten Christen. Als ich nach Nordnigeria kam, hatte ich keine Ahnung, was wirklich abgeht da oben und wie es dort aussieht. Und ich war völlig schockiert, Frauen, Männer, Kinder zu treffen, die mit Macheten zerschnitten waren, die Hände verstümmelt, durch die Gesichter geschnitten, fürchterlich, aufgrund ihres christlichen Glaubens. Susi Childers ist Fotografin. Sie ist im Schwarzwald geboren, machte mit 16 Jahren ihre Ausbildung und hat danach als Porträtfotografin gearbeitet. Sie liebte ihren Beruf. Trotzdem wollte sie immer irgendwie mehr. Eines Tages saß sie in einer Konferenz, die ihr Leben auf den Kopf stellen sollte. Die erzählten uns von Millionen von Menschen, die in der Prostitution sind, die beschnitten werden jedes Jahr, die als Sklaven irgendwo leiden in den Kerkern dieser Welt und dahinziehen und ausgebeutet werden. Über Tage hinweg habe ich geweint über dieses Elend. Und irgendwann stieg dieser Ärger in mir hoch. Und ich habe so gedacht, jemand muss ja was tun. Und ich stand auf, mitten in dieser Konferenz, 400 Leute, und habe gesagt, genug ist genug. Jemand muss aufstehen und etwas gegen dieses Unrecht tun. Und dann war es mir so, als ob meine eigenen Worte an die Decke von diesem Gebäude gehen und zurück zu mir kommen. Wie wär's mit dir, Susi? Was kann ich denn schon tun? Und da kam keine Antwort. Aber ganz am Ende von dieser Konferenz gab es noch eine Lobpreiszeit. Und da gab es ein Lied, das habe ich nie davor gehört und nie mehr danach. Und der Text war ganz einfach. Ich möchte für die Menschen sprechen, die keine Stimme haben. Und als ich das so sang, das war auf Englisch, fielen diese Worte in mein Herz. I want you to be a voice for the voiceless. Ich möchte, dass du, Susi, eine Stimme für die Stimmlosen wirst. Und das war der Anfang meiner neuen Berufung. Sie beginnt ihren Beruf als Fotografin völlig neu zu verstehen, macht sich auf und reist in Länder, die ihr völlig fremd sind. Ich suche Menschen, die verloren, vergessen, versteckt, versklavt, ausgebeutet sind, die niemand hört, die niemand wahrnimmt, die keiner hören will. Unsere Welt ist so laut, wir wollen diese Stimme nicht hören. Und ich versuche diesen Menschen durch meine Fotografie eine Stimme zu geben. Und dann andere herauszurufen und zu sagen, hey, du kannst was tun. Du kannst beten, du kannst geben, du kannst gehen. Zusammen mit ihrem Mann Paul war Susi Childers 10 Jahre lang in der Welt unterwegs. In über 60 verschiedenen Ländern. Unter dem Namen Voice of the Voiceless haben sie mehrere Fotobücher, Kalender und ein Gebetsbuch veröffentlicht. Obwohl sie jetzt 3 Kinder haben, reist Susi immer noch um die Welt und will Menschen ihre Stimme geben. Beispielsweise in Nigeria. Das Schicksal der verfolgten Christen dort berührt sie sehr. Ich war in einem Dorf, Tokunahava. Da wurden in einer Nacht 3 bis 4 Stunden 501 Personen getötet. Ganz tief habe ich mich mit einer Frau verbunden gefühlt, die 3 Kinder in dieser Nacht verloren hat. Die wurden also einfach niedergemetzelt. Es waren 3, ich habe auch 3 Kinder. Aber ich habe auch 3 Kinder, die ich verloren habe. Ich habe mehrere Fehlgeburten gehabt, 3 Stück. Und als diese Frau die Zahl 3 erwähnt hat, dass sie 3 Kinder verloren hat, da ging es mir ganz tief durchs Herz. Und ich weiß noch, wie wir uns in den Armen lagen und geweint haben. Gott hat uns diesen Moment geschenkt, wo wir einander die Lasten getragen haben. Und ich weiß noch, wie ich gedacht habe, wenn es der einzigste Grund war, warum ich jemals diese Kinder verloren habe, dann hat sich das für diesen Moment, für diese Begegnung mit Paulina Monti gelohnt. Heute gibt Susi Childers Fotokurse, wie hier auf Hawaii. Dieses Mal mit einem fröhlichen Thema, die Kultur und Menschen von Hawaii. Und hier wollen die Schüler mit Susi zusammen den ursprünglichen Hawaiianern eine Stimme geben. Ich habe immer so gedacht, es wäre toll, auch was hier zu machen. Denn hier gibt es schließlich auch Not, hier gibt es Menschen, die eine Stimme brauchen. Und ich freue mich über diese Bilder, die hier Hawaii groß machen, die Schönheit zeigen über die hawaiianischen Kulturen oder die Kultur, über die Traditionen. Weil da ist auch sehr viel am Verloren gehen, am Aussterben. Und ich bin sehr, sehr dankbar und glücklich, dass wir jetzt auch was für diese Insel hier machen.
Wochenlang haben die Schüler an diesem Projekt gearbeitet und eine kommt sogar aus Deutschland. Also mich hat bewegt und überzeugt, zu Photogenics zu kommen, weil ich habe Susi in Deutschland getroffen, ich habe viel über ihre Arbeit gehört und ich habe Photogenics Ministry gewählt, wegen ihr eigentlich, weil sie so eine Frau ist, die mich echt begeistert hat, wo ich gesagt habe, ich will von ihr lernen, von ihr als Fotografin, wie sie fotografiert, aber genauso, wer sie ist als Frau und wie sie geht im Glauben. Ich bin jetzt ein bisschen weniger unterwegs, auch wegen den Kindern, aber dafür kommen die Nationen zu mir und am Ende kann ich wieder die Welt bewegen. Es ist wie eine Lawine, die ich losgetreten habe und wo Gott jetzt einfach mir immer wieder zeigt, dass es weitergeht, dass jetzt die nächste Generation von Fotografen hochkommt, die dann diese Berufe von mir nehmen und weitertragen.